Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Entschrouded. Im letzten Part waren wir ja in Irwurzburg und sind dann, glaube ich, in ein schwarzes Loch gefallen. Ja, war auf jeden Fall lustig und Irwurzburg haben wir ja jetzt quasi auch mehr oder weniger erledigt. Ihr habt zwar gesagt, dass ich da einen Schatz vergessen habe, aber wie ihr ja wisst, lässt sich das irgendwie zeitlich nicht ganz so gut vereinbaren. Sonst müsste ich irgendwie 5 Stunden aufnehmen und das geht halt leider nicht. Naja, auf jeden Fall machen wir heute weiter mit den Quests. Ich habe auch schon einen Plan, wo wir am besten hindüsen. Ich bin jetzt erstmal noch nach Hause gedampft, wollte ich sagen, gedüst und mache mich fertig und dann sehen wir uns gleich. Also viel Spaß und let's go! Ja, Wollinger Leute, ich habe ja im letzten Part hier auch noch das Schwert gefunden, den Wolfsschlund. Und der ist auf jeden Fall besser als der Metallsternstreitkolben. Das heißt, den werde ich zerlegen und das neue Schwert ausrüsten. Und dann packen wir mal ganz kurz die Runen hier weg, aber da ist kein Platz mehr drin. Na toll. Dann packen wir es dahin. Und beim Aufrüsten von dem Schwert habe ich gerade gesehen, dass ich ja mittlerweile den mittelgroßen Rucksack herstellen kann. Das ist richtig geil. Dafür brauchen wir getrocknetes Fell, 1 von 6. Lasst mich doch mal hier in meine Fellkiste schauen. Ah ja, wir haben tatsächlich nur 1. Wo kann ich denn das getrocknete Fell herstellen? Kann ich das überhaupt schon? Na klar, dafür brauche ich Tierfell und Salz. Salz. Okay. Nee, scheint zu funktionieren. Dann wird sie das jetzt auf jeden Fall mal machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, dass wir warten. Wahrscheinlich schon, oder? Weil dann habe ich halt einfach mehr Platz. Und ich kann jetzt hier auch den großen Pelzteppich machen. Das ist auch richtig geil. Dann haben wir ja theoretisch, ich habe ja jetzt auf 10-mal getrocknetes Fell geklickt. Und dann können wir den machen und den Rucksack. So, was geht denn hier sonst noch so ab? Der Schmied ruft die ganze Zeit. Erzählungen. Weißt du, ich bin in der Hauptstadt aufgewachsen. Da hat man sich Geschichten erzählt. Geschichten, die ich auch mit meiner Tochter geteilt habe. Manchmal leuchten nachts schwache Lichter in den Fluten. Ein Zeichen der gnädigen Herrschaft von Königin Erlands. Meine Tochter sagte, sie hätte sie einmal gesehen. Ein Kindermärchen, dachte ich, aber wer weiß. In Glutal sind schon seltsamere Dinge passiert. Neue Geschichte, Düsterdickicht. Kann ich bei dir auch irgendwas Neues machen? Magieschild? Nein, ich glaube nicht. Ja, mache ich. Ja, und bei denen beiden hat sich, glaube ich, auch noch nichts getan. Hier brauche ich ja erst den Kessel. Gedüngte Farmerde, da habe ich, glaube ich, das Nitrat und den fossilen Knochenstaub noch nicht. Beim Algi. Wart ihr bitte da? Nix. Okay, ja gut, Leute, dann warten wir jetzt ganz kurz, bis das getrocknete Fell fertig ist. Und reden dabei nochmal mit unserem Zimmermännchen. Irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an den kleinen Zwerg aus Herr der Ringe. Er sieht zwar ein bisschen anders aus, aber irgendwie assoziiere ich ihn irgendwo damit. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Genau. Er hat also auch nichts für uns. Wie lange braucht es denn jetzt noch? Wir haben 2. Okay, dann warten wir kurz und dann schalte ich euch wieder zu. Komm schon, 1 noch, please. Ich bin übrigens heute nicht wirklich geschminkt, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem anschauen. Wir könnten ja auch in der Zeit, in der wir warten, ein kleines Rätsel machen. Ein Mann schiebt sein Auto vor ein Hotel und geht pleite. Was war passiert? Oder was ist nackter als nackt? So nackt, dass es knackt. So bescheuert. Ah, aber die Lösung ist cool. Das ist cool. Also ich bin gespannt, wer von euch drauf kommt. So, jetzt ist es endlich mal fertig. Komm, großer Rucksack, mittelgroßer Rucksack. Stell dich her. Ach Quatsch, falscher Knopf mal wieder. Ausrüsten. Cool. Sehr, sehr gut. Aber den brauche ich nicht mehr, ne? Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Platz.
Ausgeruht sind wir. Essen sollten wir vielleicht. Ich habe nicht mehr so viel Fleisch. Okay, dann hätte ich jetzt gesagt, dass wir zur Düsterdickichtwarte düsen und dann hier runter, einfach mal hier so, und dann kommen wir bestimmt auch hier hinten lang. Da gucken wir halt mal wieder, wie weit wir einfach kommen in dem Part, und ja, genau. So, wir müssen ja irgendwie in diese Direction. Ist es jetzt oben oder ist es unten? Ich glaube, es ist im Miasma, oder? Sieht aber nicht so aus. Standort unten. Also, oh nein, halt. Oh mein Gott. Okay, ich bin hier richtig. Cool. Haben wir hier auf jeden Fall schon wieder Funken? Ja, genau. Wir haben Funken. Haben wir also den erledigt. Dann gehen wir zum nächsten. Warum sind die eigentlich so nah aneinander? Naja, ich hinterfrag's nicht. Wir gucken einfach. Da komme ich natürlich wieder nicht hoch. Ich hoffe, der ist nicht oben. Das wäre nämlich doof. Muss eigentlich mehr so in die Richtung. Also gehe ich mal davon aus, ups, dass es irgendwie doch da oben ist. Mist. Belastende Angelegenheit. Da unten ist wieder eine Spucketante. Ja. Es ist da oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Na gut. Dann machen wir jetzt erstmal den Elixierbrunnen. Beziehungsweise die Plenty. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwie einen Weg nach oben. Oh, da sind ein paar Hyopies. Oh, die sind ja schon Level 15. Ihr seid ja ganz stark. Hallo? Und er kommt einfach wieder von hinten. Bist du das Wahnsinnschen? Oha. Na gut, er hat halt jetzt auch Hinterhaltsschaden gehabt. Kein Problem. Wir süffeln einfach einen Trank und dann ist alles gut. So, wo haben wir denn jetzt die Elixierbrunnen? Where is he? Straight. In the fog. People of the fog. Welcome to Tomorrowland. Nein, sagen Sie Fog? Ich glaube, Sie haben mal Fog gesagt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Die Zeit wiederherstellen. Und was gibt's hier? Ein Stein. Den muss man ganz dringend plündern, sonst kommt man nicht weiter. Elixier. Oh, das war knapper als knapp. Wo muss ich eigentlich hin? Ich sehe nichts. Die Sonne blendet. Wo ist denn der Eingang? Hier liegt auf jeden Fall etwas zum Schmunzeln. Nach mir die Flut. Bei den Erbauern. Während des Regens. Ach, Mann, Leute. Kann man sich hier nicht einfach mal aufs Lesen konzentrieren? Ihr seid ganz schön frech. Machen wir mal den kurz. Wo ist denn der? Wieso sind hier so viele? Standort oben. So. Hey, du Hässlicher. Wo bist denn? Wieso treffen jetzt nicht alle? Stirb. Danke. Noch irgendwer? So, kann ich jetzt hier lesen? Also, bei den Erbauern während des Regens in der letzten Woche bot sich meinen Augen ein höchst rätselhafter Anblick. Eine vermummte Gestalt auf der Straße nach Irwurzburg, die wie ein Gespenst aussah. Schwebte sie wirklich über dem Boden oder betrügt mich mein Gedächtnis? Ja, das kann ich dir halt jetzt auch nicht sagen. Wo ist denn jetzt dieser blöde Kackeingang? Ach hier.
So, wir springen wieder in den Tod. Hui, und oh ja, oh mein Gott, schaffen wir das? Schaffen wir das? Yay. Ha. Oh, fuck. Was ist das? Oh nein. Okay, hätte ich vielleicht doch nicht gemacht. Kommt der hier hoch? Ja, der kommt hier hoch. Kommst du? Oh shit. Oh fuck. Lauf. Ich glaube, er ist böse auf uns. Ich glaube, wir waren heute nicht nett. Oida. Blöd, Mann. Schnell trinken, Trank. Nein, du sollst einen Trank trinken. So. Knochenfreunde. Ich brauche eure Hilfe. Ist der jetzt hinter mir her oder hinter denen? Hinter mir? Oh, beide. Nein, 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 nein. Bleibt da oben stehen. Ihr trefft mich hier nicht. Ich sag's euch. Ha. Der erste. Oh, oh mein Gott. Er kommt da doch hoch. Shit. Was ist denn? Ah, aber jetzt ist er runtergefallen. Oh, so ein hässlicher. Kommt der wieder hoch? Naja, ist mir eigentlich wurscht. Wo ist denn jetzt die Leiche von dem einen? Ist es die hier? Ja. Die plündern wir auf jeden Fall. Und dann, bevor der wieder hochkommt, ganz schnell die Wurzel kaputt machen. Und er gammelt immer noch da unten. So was Doofes für dich aber auch. Das tut mir jetzt wirklich leid. Andererseits wäre es, glaube ich, gut gewesen, den kaputt zu hauen, oder? Was ist das hier überhaupt? Das sieht irgendwie richtig cool aus mit dem Roten. Naja, gut, Leute. Ah, Mann. Diese Katzenhaare immer. Hm. So. Chili Vanilli, dann haben wir ja die Wurzel auch. Quatsch, fertig. Kann ich mir das nicht irgendwie markieren? Ich setze mir das jetzt mal ganz kurz als Wegpunkt. Und dann reisen wir mal kurz nochmal zur Düsterdickichtwarte und dann schaue ich, ob ich rüberfliegen kann, weil es wäre mir eigentlich schon wichtig, dass wir die Funken da mitnehmen. Ich muss auch irgendwann mal wieder mich um meine Flamme daheim kümmern, ehrlich gesagt. Oh, und es ist ja dunkel. Hm. Also gut, auch wenn im Dunkeln gut munkeln ist, gehen wir natürlich nach Hause und schlafen uns aus. Aber bevor wir schlafen, verlegen wir noch den Teppich. Denn jetzt müsste ja das getrocknete Fell eigentlich fertig sein. Dam, 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 dam. Und wir sind daheim. Super duper. Also, Felli. 1. Okay, wo war's denn? Teppiche? Einmal den großen Teppich. Quatsch, hier Rucksack. Wo ist er denn? Ah, da. Auf der guten 8. Sollen wir den Teppich hier hinlegen? Oder haben wir hier jetzt irgendwo noch einen chilligen Platz? Ja, hier würde er halt echt gut ausschauen. Aber dafür müsste ich die erstmal aufheben. Okay, okay, dann. Bam. Und eine Minute mehr. Cool, jetzt habe ich eine voll chillige Küche. Aber was wollten wir eigentlich tun? Wir wollten ab ins Bett. So, ausgeschlafen, gegessen, getrunken. Wir haben doch Zauberstiefel haben wir bekommen von dem Brutdonnerwüstling. Hm. Ich glaube, mit denen kann ich nichts anfangen, gell? Achso, und die Kiste war ja leider voll Mist und die ist es auch gleich. Mann, ich brauche irgendwie mal mehr Platz, wo ich einfach nur Zeug reinschmeißen kann. So, die Runen können aber noch hier mit dazu. Okay, dann Leute, auf geht's. Keine Zeit verlieren. Let's go. Einmal zur Düsterdickichtwarte. Und die Fahrt geht weiter. Die wilde Fahrt geht weiter. Kommen Sie, kaufen Sie eine Fahrkarte und steigen Sie mit ein. Auf unserem Weg zu den Dingern da. Ja, das war da oben drauf, ne? Hoppala.
Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier hochgehe. Oh, no. Komme ich dann hin? I hope so. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ach komm schon, bitte, bitte. Okay, ich bin nicht hochgekommen. Sehr, sehr belastend. Ihr kennt ja meinen Spitzhacke-Trick. Und den habe ich jetzt auch angewandt, um hier hochzukommen. Jetzt steht hier Standort unten. War ich hier schon mal? Na, kann ja nicht sein. Okay, das ist aber kein Problem. Dann... jupp, einmal runter... Refugium. Oh, der Flamme mit Hilfe, ganz vielen Spuckern. Puh. Das war knapp. Gut, Funken haben wir. Ich wollte mal ganz kurz nochmal gucken. Wir haben ja auch wieder 3 Fähigkeitenpunkte. Achso, und das geht hier aber nicht. Erhöht dein Geschickattribut und mein Fernkampfschaden. Das möchte ich haben. Und die anderen 2 hebe ich mir mal auf. Denn wir müssen jetzt auch wieder diese blöden Pflanzis kaputt machen. Kann ich eigentlich direkt da reinzielen? Ja. So, Nummer 1. Ja, das wird nichts. Kommt direkt in dieses Rote da in ihr Maul. Rein damit. Hup. Hihihihi. Hast du dir so gedacht? Dup. Scheiße, dann hat die andere Alte mich getroffen. Guck, guck. Hier bin ich. Hallo. Du auch hier? Beep. Ist sie tot? Ja, sehr gut. Haben wir die auch. Nehmen wir mit. Da hinten ist auch noch eine. Und da oben... auch. Oh, aber du spuckst, glaube ich, leider gegen den Baum, meine Liebe. Das würde mich an deiner Stelle wirklich sehr belasten. Hoch mit dir. Sollen wir die jetzt auch noch mitnehmen? Ja, komm, was soll's. Was soll's. Wird auch mal wieder Zeit für irgendwie bessere Pfeile. Na klar, und hier müssen wir wieder in den Matsch. Was ist eigentlich das hier für ein süßes Hütchen? Oh, nein, es ist kein süßes Hütchen. Ist mal wieder klar. Hallo. Na du? Magst du spielen? Ja, komm. Oh. Ah, er ist tot. Ist da irgendwas? Ich komme da nicht... Ach doch, ich komme da hoch mit der Leiter. Voll chillig hier, das Häuschen. So, nicht denselben Fehler wie beim letzten Mal machen. Okay. Dann haben wir das auch. Die Wurzel haben wir. Und jetzt müssten wir ja theoretisch... Ist das auch eine Wurzel? Oder was ist da? Feuerstelle für die Bäuerin. Verloren im Miasma. Welche Quest ist denn für wen eigentlich? Verloren im Miasma. Oh, da bekomme ich aber einen richtig schönen Bogen, wie es ausschaut. Erkunde das Schlachtfeld der Erbauerbrücke. Brückenbaubericht. Ah, ein Schatz im mittleren Pfeiler der Brälenbrücke versteckt hat. Die war doch ganz am Anfang, oder nicht? Das Grabmal der Königin auf der Karte anzeigen. Den Elixierbrunnen hier habe ich auch noch nicht. Und ich wette dann den Schrein der Flamme hier auch nicht.
Vielleicht sollten wir das dann vielleicht noch zuerst machen. Ja, geh mal zur Niederauenwarte. Und essen müssen wir auch wieder. Und gähnen auch. Essen, habe ich gesagt. Und stürzen uns ins Vergnügen. Hoffentlich nicht ins rote Miasma. Oh, das war mal wieder eine knappe Geschichte. Ich muss, oh mein Gott, aber trotzdem hier rüber. So, wir laufen jetzt hier einfach um unser Leben. Auf der Suche nach dem Sch. Oh mein Gott. Okay, nein, Leute, tun wir nicht. I. Na klar. Kann ich eigentlich hier auf den Pilz? Nö, toll. Okay, also das ist mal wieder eine sehr belastende Geschichte, um ehrlich zu sein, weil das genau auf diesem Ding da hinten drauf ist, was ich nicht mal richtig sehen kann. Hä, wie kommt man denn dann dahin? Tatsächlich von der anderen Seite. Dann war das wohl suboptimal. Na gut, das macht dann keinen Sinn, weil dann müsste ich ja. Ja, keine Ahnung. Aber dann war ich bei dem hier auch noch nicht. Okay, dann gehen wir halt jetzt zu dem. Oh nein, ich kann ja gar nicht, weil ich im Miasma bin. Ach, Mann. Das ist doch alles nicht mehr nett. Ja, und auf euch kann ich ehrlich gesagt verzichten. Ich suche nämlich einen Ausweg. Hier ist rot, oder? Ja, shit. Ja, wie kommt man denn hier raus? Wo ist der Ausgang? Hier ist ein Weg. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Werden wir diesem Weg folgen und hier hinkommen. Oh. Und wieder blöde Käfers. Oh, da ist so eins. Jetzt nicht mehr. Ja, hört's halt auf. Was ist denn jetzt hier? Ach, die können auch hoch. Oh Mann. Hier ist doch aber nichts, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Kann ich da hoch? Nee. Okay, dann glaube ich, aber ist hier auch nichts. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich da. Hä, bin ich jetzt deppert? In welche Richtung gucke ich denn? Wenn ich jetzt dahin gucke, bin ich da. Okay, dann laufen wir doch jetzt mal einfach in die Richtung. Oh mein Gott, nein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder doof war. Ach Leute, wenn man einmal hier gefangen ist, ne? Dann ist man lost für immer. Was ist da? Ist da irgendwas? Außer wieder Käfers. Ups, das hat ein bisschen wehgetan. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Hier kommt man auch nicht raus. Hier ist wieder überall Rote Soße. Ach Mist, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin zwar nicht das A-Team, aber komme ich da nicht einfach hoch? Oh yes, oh no. Okay. Oh yes, oh no, okay. Ja, also. Jetzt einfach hier an der Wand lang gehe. Wo komme ich denn dann hin?
Irgendwo muss es doch hier einen Weg rausgeben, bevor ich sterbe. Hier ist es auch wieder rot. Hoch mit dir. Oh no. Oh nein. Scheiße. Okay, das war natürlich ultra blöd. Gut. Kann ich jetzt auch nichts dafür, dass ich da abgerutscht bin. Aber naja, okay. Dann war es das jetzt eigentlich auch schon wieder für heute. Heute war mal wieder bis auf vorher kurz mit diesen zwei Donner-Wüstlings-Gedönsis mal wieder nicht so viel Action. Macht aber nichts, die haben wir ja auf jeden Fall, wenn ich dann irgendwann mal zum Drachen gehen sollte. Leute, ich wünsche euch wunderschöne Pfingsten und einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns nächste Woche. Bye!